Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time mit Sandrock. Wir laufen mal kurz hoch zum Ernest. Der braucht nämlich sein Mittagessen. Das muss ich ihm vorbeibringen. Und sollte ich gleich da sein? Dann fahren wir raus zu dieser einen Jagdmähstation, stellen die auf. Vielleicht sammle ich da ein bisschen Kalk. Und dann, da bist du ja. Hallöchen. 44 Freundschaft, das ist doch was. Da könnte man ja gleich hochsteigen, oder? Also ganz ehrlich, 45, das ist wirklich ein halbes Herz. Also bis halt auf 5 Punkte, aber scheiß mal auf die 5 Punkte. Also das ist schon eine Menge. Die Heidi, die trauert mir immer noch hinterher. Der war ich ja richtig lang zusammen, ganze 2 Tage oder so. Ja, okay, das mit Logan war schon heftiger. Gut, dann noch da. Logan, ich weiß, ich habe Kacke gebaut und was glaubst du so? Wow. Was glaubst du so? Du bist auch freundlich. Freundlich wie immer, Logan. Nur weil er eifersüchtig ist ja auch, gell? Also wenn er jetzt nicht eifersüchtig wäre, dann, ne? Dann hätten wir das Problemchen nicht. Okay, wie geht's jetzt hoch? Hier geht's schon mal nicht hoch. Dann killen wir einmal den Tribun. Nee. Also bei Portia hat das noch funktioniert. Also im Port hier, da konnten wir noch ohne Ende hier Felsen hochklettern. Okay, da ist eine Wand. Ja, aber wie soll ich denn da hochkommen? Schau mal auf die Map. Ja, irgendwie muss ich da ja hochkommen. Also wenn dann halt von hinten irgendwie, aber wie? Also das ist schon mal nicht der normale Weg auf jeden Fall. Ich komme da auch nicht hoch. Da auch nicht. Wir rennen einfach mal nach da hinten. Was soll denn auch großartig passieren? Ich wette, da oben ist irgendwie so ein Gebirgspass, da wo wir hochgehen können. Der Tribion sieht böse aus. Ich glaube, das ist so ein. Ja. So. Problem erledigt. Au, ich habe gerade meinen Finger eingequetscht. Da hinten. Das ist irgend so ein schwarzes Zeug. Das ist doch auch neu hier, oder? Das ist ein kaputtes Rohr, würde ich mal sagen. So, als Experte würde ich sagen, das ist ein kaputtes Rohr. Ist das Mians Arbeit? Bergsteigen gehen. Mein größtes Hobby in diesem Spiel. Vor allem, ich weiß ja nicht, wo es gewollt ist, dass ich rumfahre und wo nicht. Und hier ist es scheinbar nicht gewollt, weil hier eine Wand ist.
Aber hey, ich komme doch da jetzt nicht hinter, oder? Ich sehe mich gleich irgendwo sterben, um ehrlich zu sein. Wie soll ich denn da hochkommen? Also außer ich kann die halt, ich kann da hinfahren in Zukunft, aber jetzt gerade kann ich da auch nicht hinfahren. Das heißt, ich muss da ja hinkommen irgendwie. Ah, ich glaube da hoch. Ich schaff das. Nee, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Hey, gibt es noch einen anderen Weg dahin? Naja, von der anderen Seite, aber ich glaube nicht, dass es. I don't know. Ich schau mal, ob ich mit den Töfting da hinfahren kann. Sieht nicht gut aus, ne? Dass ich gar, also dass ich vielleicht zu der Yakmi-Station wirklich hinfahren kann, die auf der Liste steht. Ich habe gerade echt keinen Plan, wie ich das sonst hinkommen soll. Wo gibt es denn diese Liste? Bahnhof, Euphoria, Ödland, Tal des Flüsterns. Nee. Ödland ist da, Krümmung ist da. Nee, nee, nee. 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 Wie gesagt, ich kann es jetzt mal woanders versuchen. Wie heißt das Ding, wo wir. Da unten, dass ich da irgendwie hinkomme, aber ich kann da schon mal nicht hinfahren. Also ich muss da hoch. Das ist klar. Ich hätte es nicht kommen sehen. Okay, ja, das sieht ja aus, als wenn ich dahinter laufen könnte. Vielleicht kommen wir da hoch. Schauen wir mal nach. Wenn nicht, entdecken wir die Map. Das ist doch auch was Schönes. Einfach mal die Map ein bisschen entdecken. Wow. Ja, das sieht echt aus, als wenn das der richtige Weg ist. Ich versuche mich da hinten irgendwie hochzubacken. Und in Wirklichkeit muss ich vermutlich da hoch. Also wenn es jetzt nicht der richtige Weg ist, dann bin ich echt verwirrt. Aber hier gibt es halt so eine Reihe an Gegnern. Ist gut möglich. Oh. Müssen weiter hoch. Es ist wirklich der richtige Weg. Ich bin so dumm. Aber es hätte ja sein können, dass ich mich da hochbaggen muss. Es hat mir keiner gesagt, dass ich mich dann nicht hochbaggen muss. Ah, hier ist ein bisschen krass. Das ist auch verwunderlich. Ich vermute mal, wenn da oben wirklich ein Baum steht, weil da steht ja du und der Baum, den sollte ich dann nicht fällen. Was ist das für ein Aufstieg hier hoch? Ich glaube, ich bin fast oben. Okay, einmal hier.
Eine Jagdmilchstation. Okay. Spannender Baum. Okay, da sollte ich meine Runde absaugen. So. Ich habe gelernt, wie man pikante Bohnenpaste gemacht. Mhm. Spannend. Ja, okay, untersuchen. Ein riesiger Baum, angeblich aus der alten Welt, aber er befindet sich vielleicht schon an seinem letzten Ast. Ja, lebendig würde ich ihn nicht mehr bezeichnen. Gut. Und dann fahren wir mal wieder nach Hause. Anjo hat seine Aufgabe erfüllt. Ja gut, dann kümmern wir uns wieder, dass alles stimmt und gehen schlafen, würde ich mal sagen. Wow. Ja, das war heute ein bisschen effektiver. Einmal hier, das Ding kommt mal ins Museum. Und das da. Können wir da etwa ein Viererfeld anpflanzen? Das wäre natürlich optimal. Okay. Dann könnten wir nämlich so einen schönen riesen Nashorn-Dings anpflanzen. Ja. Haut hin. Gut, dann machen wir noch als Kleinzeug. Was wir vielleicht viel haben. Könnten wir mal wieder machen. Hier vorne. So. Einmal hier ein bisschen gegossen. Ein bisschen Wasser. Okay, Pflanze, genug Wasser. Freue ich mich, wenn wirklich irgendwann mal mit dem Spiegel anfangen würde, das hier zu gießen. Das sei schon so lange. Und er macht es halt bisher immer noch nicht. Sagt ja schon seit guten 200 Folgen, glaube ich. Ja, aber beim Full Release dann. Übermorgen. Es geht ja in der Story praktisch gerade für uns gar nicht voran. Wir können gerade gar nichts tun. Und statt, dass die diese Story halt auf 5-mal oder so drop machen, die das halt alles auf einmal. Das finde ich halt immer so ein bisschen fraglich. Weil sonst hätte man richtig Zeit gehabt, sich auf das Spiel zu freuen. Und so ist es jetzt alles schnell, schnell. Naja. Hat er jetzt wirklich gewartet, dass es fertig ist und dann sich schnell so geschnappt? Cooler Spiegel auf jeden Fall. Auch das hat er auch schon wieder gelauert. Jetzt wird es dann morgen verkaufen können. Das läuft. Das läuft nicht so lang. Magnesium. Und dann machen wir noch Silber. So. Ihr werdet demnächst ausgehen. Hier Kupferschrott. Obwohl, ich will eigentlich nicht den Kupferschrott dann da machen, sondern ich will eigentlich das hochwertige Zeug machen. Dass ich das Zeug kriege, was ich eventuell wirklich demnächst noch brauche. So süß Titanschrott, weil da gibt es eben diesen Titanplatten. Hier auch Titanschrott, ich weiß es nicht, aber maybe brauchen wir das eher noch als Kupferschrott gerade, weil wir irgendwie 700 haben. So, nehmen wir das mal auf. Und dann gehen wir schlafen, passt ja alles. Gut, auf ins Bett. Schlafen, ja, schlafen.
So, gleich jetzt Party, meine Haustiere. Heute ist der Tag, an dem das Wasser fließen sollte. Ich sollte nachsehen gehen. Wäre natürlich cool, wenn das funktioniert. Und ich würde einfach mal sagen, ob das Wasser fließt oder nicht, sehen wir. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine Cutscene gibt. Ansonsten würde ich nämlich sagen, wenn es jetzt erstmal eine Besprechung gibt, machen wir einen Cut. Aber wir lassen den Hund noch kurz seinen Staubball jagen. So, das gibt bei mir eine Katze. So. Okay, eine Katze. Vielen Dank, Leila, Kommissar Wagen, Jan, für eure Anstrengung, um das Wasserprojekt zu realisieren. Vielen Dank an alle für die Unterstützung, vielen Spenden und danke an Direktor Key, der das Ressort entdeckt hat und nichts gesagt hat. Das war wirklich eine Gemeinschaftsleistung von allen. Ich verkünde offiziell der Stadtstaat Sandrock. Es herrscht nicht länger Wassermangel. Ja, ich habe das Ding durchgeschnitten. Yay! Oh. Oh, die freuen sich. Oh mein Gott, das Wasser steigt einfach an. Oh mein. Es gibt einen fucking Fluss. Okay. Ich verkünde auch, dass ab heute alle heißen Tage ein angenehmes Bad im Martelsoase nehmen können. Hurra! Aber wo wir schon alle hier sind, Professor Lewis sagt, dass es eine Entwicklung in unserer Forschung gegeben hat. Diejenigen von euch, die an der Diskussion darüber interessiert sind, kommen bitte in Kürze zu uns ins Rathaus. Okay. Wollt ihr einen Cut machen und habt das gerade ein bisschen verpeilt. Aber gut, dann würde ich sagen, wir machen diese Stellen-Cut und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei My Time at Sandrock. Bis dahin. Bye.